Ja, schönen guten Morgen, liebe am Ratsgymnasium interessierte Schülerinnen und Schüler und Eltern. Ich heiße Sie herzlich willkommen zur dritten Talkrunde an diesem Morgen, nachdem wir ja schon unseren Schulleiter gehört haben und eben auch Einblick oder Überblick über unsere Schule aus Seiten der Elternperspektive bekommen haben. Fragen wir heute jetzt auch noch die Experten für Unterricht von der Basis, so möchte ich es mal nennen, nämlich unsere Schüler. Und ich würde sagen, wir fangen an mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Und dann geht's los. Ja, bitte. Ja, ich bin Erik Kunert. Ich gehe in die 10. Klasse noch und ja, ich bin 16 Jahre alt. Ja, hallo, mein Name ist Marco Reinker. Ich bin 17 Jahre alt und gehe in die 12. Klasse. Ich bin Marie Holzning-Kemper. Ich gehe in die 6. Klasse und bin 11 Jahre alt. Mein Name ist Carsten Stede. Ich bin seit geraumer Zeit am Ratsgymnasium und betreue die Schüler auch als SV-Lehrer. Normalerweise am Tag der offenen Tür machen wir eigentlich das Catering. Wir würden jetzt eigentlich Waffeln backen und Kaffee zubereiten, aber heute sitzen wir hier auf der Bühne. Ja, wir fangen an mit einer kleinen Schnellfragerunde, entweder oder. Ich stelle euch ein paar Fragen und ihr müsst einfach ganz spontan antworten. Lieber Erik, Chips oder Schokolade? Chips, würde ich sagen. Marco, Ski oder Snowboard? Ski, definitiv. Marie, RG1 oder RG2? RG2. Marco, Buch oder Fernseher? Fernseher. Erik, Strand oder Berge? Ich würde sagen, die Berge. Marie, Pizza oder Döner? Pizza. Okay. Erik, Sony oder Nintendo? Nintendo natürlich. Marco, Team Lego oder Team Playmobil? Team Playmobil. Okay. Marie, Hund oder Katze? Hund. Okay. Und Marco zum Abschluss, Bayern oder Gladbach? Bayern, ganz klar. Ja, so ist das. So ist das richtig. Okay, ja. Um möglichst breiten Einblick in unsere Schule zu bekommen, frage ich mal ein paar Sachen aus dem Schulalltag, vielleicht auch Dinge, die neben Unterricht noch laufen. Das sind ja auch Dinge, die sehr interessant sind für unsere Zuschauer. Wir fangen aber mit dem Start an. Ihr seid alle in der 5. Klasse mal hier hingekommen. Wie waren denn eure ersten Wochen am Ratsgymnasium in der 5. Klasse? Könnt ihr euch daran noch erinnern? Wir fangen mit Marie an. Dann könnt ihr anderen noch ein bisschen länger überlegen. Ja, sie waren sehr aufregend wegen den neuen Mitschülern und den neuen Lehrern. Ja. Okay, warst du ein bisschen aufgeregt, mit wem du in eine Klasse kommst? Ja. Ja. Und warst dann zufrieden, als das alles so Ja. gelaufen ist, wie du dir das in etwa gewünscht hast? Ja. Marco, wie war es bei dir damals? Ja gut, das ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß noch, bei mir war es so, ich habe, glaube ich, ein paar Wochen gebraucht, bis ich mich hier zurechtgefunden habe. Die Schule ist halt viel größer als die meisten Grundschulen. Ja, aber auch sehr breit gefächert. Es gibt eigentlich für fast alle Fächer, vor allen Dingen im Bereich Naturwissenschaft, eigentlich zu jedem Fach fachspezifisch Räume. Und ja, meine Wochen waren, glaube ich, auch sehr aufregend damals in der 5. Klasse. Ja, hat auf jeden Fall sofort Spaß gemacht. Ja, also ich will mich Marco relativ ähnlich anschließen. Also es ist halt alles viel größer als eine Grundschule, würde ich sagen. Ich bin von der Grundschule hier hingekommen und ja, wie schon gesagt, für jede Fächer gibt es verschiedene Bereiche, zum Beispiel der Biologieraum oder Chemieräume oder auch Musikräume. Früher hat man das alles im Klassenraum halt gemacht oder dann höchstens noch in der Sporthalle. Ja, und neue Lehrer, neue Schüler. Natürlich war ich auch aufgeregt, mit wem ich in eine Klasse komme, wer meine Lehrer werden und sowas. Und ja, das war aufregend und hat sehr viel Spaß gemacht am Anfang. Immer noch natürlich, also. Und wenn ihr so an die Klassenzusammensetzung zurückdenkt, hattet ihr Freunde aus der Grundschule, die dann mit euch in eine Klasse gekommen sind? Ja, also ich hatte zum Beispiel fast alle, die aufs Gymnasium gegangen sind aus meiner Grundschule, sind auch aufs Rats gegangen, soweit ich weiß. Aus meiner Klasse waren es eher weniger. Da waren wir, glaube ich, zu siebt oder so. Aber aus den jeweiligen anderen Klassen sind dann halt ganz viele mitgekommen. Und ein paar neue Gesichter gibt es natürlich dann auch immer noch, die man noch nicht kennt. Bei dir, Marco? Also bei mir, ich glaube, wir waren zu Anfang in der 5. 28 Schüler und ich glaube, 26 waren sogar von meiner alten Schule. Also es waren eigentlich fast nur bekannte Gesichter. Von daher war das eigentlich ganz schön, wenn man schon so die meisten kannte.
hat man auch schneller Anschluss gefunden. Also das war eigentlich schon, ja, hat sich sehr gut zusammengewürfelt, würde ich mal sagen. Okay, danke dafür. Wir gucken uns mal euren Schulalltag an, wie der morgens eigentlich so losgeht. Und da würde ich gerne mal Marie fragen, wo kommst du eigentlich her? Wie startest du morgens in den Tag und wie sieht dein Weg zur Schule aus? Also ich stehe immer um 6:30 auf, da ich mit dem Bus zur Schule muss. Und ja, der fährt immer sehr früh und deswegen muss ich auch früher aufstehen. Und dann, um wie viel Uhr bist du dann ungefähr im Ratsgymnasium? Um 10:50 so ungefähr. Okay. Und das ist aber ausreichend, um dann im Klassenraum zu sein? Ja. Und, okay, dich auf die erste Stunde zu freuen. Ja. Wie wir alle das natürlich morgens machen. Marco, wie sieht es bei dir aus? Wo wohnst du? Wie kommst du zur Schule? Also ich komme aus Wienbrück. Zur Schule komme ich mit dem Fahrrad. Ich muss sagen, es ist so mit den Jahren, was das Aufstehen angeht, immer später geworden. Ja, bin ich meistens auch so, ja, noch so um 7 Uhr aufgestanden. Mittlerweile ist das eher so 7:20 bis 7:30. Dann wird ganz schnell geduscht. Frühstück muss ich dann meistens ausfallen lassen, leider. Ja, und dann versuche ich so innerhalb von 4, maximal 5 Minuten mit dem Fahrrad dann zur Schule zu kommen. Um dann so um 58, spätestens 59 hier anzukommen. Klappt nicht immer, vor allen Dingen im Winter, aber dann ist man wenigstens wach, wenn man da ist zur ersten Stunde. Erik, wie machst du es? Ja, also ich stehe früher auf, aber bei mir sieht es auch manchmal ähnlich aus. Also ich stehe um 7:15 ungefähr auf, gehe dann duschen, fahre dann mit dem Fahrrad aus St. Veit zur Schule. Das sind ungefähr 15 Minuten, würde ich sagen. Und ja, dann bin ich mal früher mal etwas später so. Also allerspätestens würde ich sagen, bin ich immer so um 58 hier. Also das reicht dann eben hoch zum Raum im Unterricht und dann ganz losgehen. Okay. Wenn die 9-5-Klässler dann ein bisschen bei uns sind, dann haben wir eigentlich noch zum besseren Kennenlernen eine Klassenfahrt nach Norderney, die ja leider letztes Jahr Corona-bedingt ausfallen musste. Vielleicht wird sie dann noch nachgeholt. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Lage sich entwickelt. Aber vielleicht könnt ihr beiden noch mal was dazu sagen, wie ihr die Tage auf Norderney empfunden habt damals. Ja, ich fange einfach mal an. Also das war die erste richtige Klassenfahrt auf einer neuen Schule mit neuen Leuten, mit neuen Lehrern. Auch das erste Mal, dass man so richtig weit weggefahren ist, sage ich mal. Also in der Grundschule hatten wir eine, da sind wir 1,5 Stunden gereist oder 1 Stunde. Das war jetzt natürlich schön, aber nicht so spektakulär. Und nach Norderney erstmal die Fahrt mit der Fähre, mit dem Bus, alle zusammen. Das war schon sehr aufregend und halt neu. Und ja, auf die Tage auf Norderney waren dann super. Man konnte dann auch die ganze Stufe mal so richtig kennenlernen, weil die ganze Stufe gefahren ist. Und ja, am Strand war es immer schön und wir saßen immer beisammen, hatten immer Spaß. Das war die erste richtige Klassenfahrt. Das war richtig gut. Okay. Marco, wie war es bei dir? Ja, also ich würde mich Erik anschließen. Bei mir war es eigentlich auch die erste richtige Klassenfahrt. Wir sind auch in der Grundschule, ich glaube, wir sind nach Bielefeld gefahren zur Klassenfahrt. War jetzt nicht so. Ist auch schön, ja klar. ja, dann so nach Norderney war natürlich was komplett anderes. Ja, wie schon gesagt, komplett neue Klasse, neue Stufe, war total aufregend. Auch die Tage da, man macht eine Wattwanderung meistens. Man hat auch genug Freizeit, um mal, keine Ahnung, in die Stadt zu gehen, die Stadt zu erkunden oder eine Stadtrallye zu machen, irgendwie sowas. Ja, und ist auf jeden Fall, also es macht sehr viel Spaß und ist auf jeden Fall ein Privileg, wenn man mitfahren darf. Auf jeden Fall. Okay. Ja, danke schön. Freizeit ist ein großes Stichwort. Ich würde gerne ein bisschen in unseren Schulalltag gehen, der ja nicht nur vom Lernen geprägt ist, sondern mich würde mal interessieren, was ihr eigentlich so in der Schule macht, wenn ihr gerade keinen Unterricht habt. Also wie verbringt ihr Freistunden in der Oberstufe oder wie verbringt ihr eure Pausen vor allem? Marie, was macht ihr in der Pause? Also ich spiele immer mit meinen Freundinnen natürlich und dann quatschen wir auch. Also wir spielen jetzt nicht mehr so Fangen oder sowas. Was habt ihr in der 5. Klasse gespielt? Ja, da haben wir noch Fangen gespielt, aber ja, jetzt nicht mehr so. Okay, am Ratsgymnasium 2 bist du ja, ne? Ja. Ging das gut am Ratsgymnasium 2? Ja, doch. Da war dann nicht so viel Getummel und
man hatte dann nur eine andere Stufe noch dabei und das fand ich etwas besser. Okay, Marco, ich weiß, wir sind auch in der fünften Klasse wir sind am RG1 gestartet, dann sind wir rübergegangen. Wie waren die ersten Jahre am RG2 für dich? Auch eigentlich ziemlich positiv, würde ich sagen. Auch in den Pausen hatte man, dadurch, dass jetzt nicht so viele Schüler da waren, meistens die Möglichkeit, wir haben meistens Fang gespielt oder Faststecken, Fußball eigentlich jede Pause, bis der Ball dann weggenommen wurde. Was? Der Ball wurde weggenommen? Nein, das war natürlich in den seltensten Fällen, aber wir haben uns auf jeden Fall, eigentlich jede Pause sind wir raus, auch wenn es nur 5 Minuten waren, einmal über den Schulhof gerannt. Ja, die Pause immer gut genutzt eigentlich. Okay. Und jetzt an euch beiden vielleicht noch, was macht ihr in den Freistunden in der Oberstufe? Das würde mich noch interessieren. Ja, also ich bin ja jetzt auch erst seit ungefähr einem halben Jahr in der Oberstufe und je nachdem wie lange, also ob man nur eine Freistunde oder eben 2 Freistunden hat, kann sich das natürlich ändern, was man macht. Also wenn ich eine Freistunde habe, bleibe ich meistens hier, setze mich oben in den Glasgang zum Beispiel, mache Hausaufgaben oder bereite mich irgendwie auf den Unterricht vor, der dann folgt. Wenn ich allerdings 2 Stunden habe und dann die Pausen noch ein bisschen mitspielen, dann fahre ich manchmal auch nach Hause. Ja, also bei mir ist es ähnlich. Meistens, wenn ich eine Freistunde habe, bleibe ich oft hier, setze mich im SV-Raum rein. Da sind dann meistens auch die anderen, weil irgendwer hat eigentlich immer noch eine Freistunde, spielen Karten oder schlafen auch mal eine Runde. Das kommt lernt sich ja auch. Lernt sich ja auch, ja, für die kommenden Klausuren. Ja, und bei 2 Freistunden, 2 oder mehr, dann fahre ich eigentlich durch meinen kurzen Schulweg meistens auch nach Hause, weil ich da dann auch, wenn ich dann lerne, auch besser lernen kann. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir haben noch ein paar Fragen auch reinbekommen, die wir abarbeiten möchten. Zunächst mal zu den Fächern. Marie, es wurde gefragt, was zum Beispiel deine Lieblingsfächer in der 6. Klasse sind. Meine Lieblingsfächer oder mein Lieblingsfach ist Sport, weil ich mag Sport. Und Kunst auch, oder? Ja, aber ich mag Sport mehr. Okay, Marco, was ist dein Lieblingsfach? Meine Lieblingsfächer sind meine beiden LKs, einmal Bio-LK und Deutsch-LK und natürlich Sport. Sport war schon immer mein Lieblingsfach und ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, also meine Lieblingsfächer sind zum einen auch Sport, weil das einfach so der Ausgleich am Tag ist, sage ich mal. Da kann man sich austoben, da muss man sich nicht immer so, natürlich muss man sich konzentrieren, weil das Fach auch benotet wird und man auch Leistungen erbringen muss oder halt so gut wie möglich soll. Aber das ist so, da kann man sich austoben, da muss man nicht ruhig auf seinem Platz sitzen und zuhören. Und ja, das macht Spaß. Und Englisch finde ich auch sehr toll. Ja. Sehr gut. Ja, wir haben eine aktuelle Frage und zwar wird gefragt, wie das mit dem Homeschooling läuft. Wie kommt ihr damit zurecht? Wie strukturiert ihr euch? Seid ihr damit zufrieden mit der Betreuung? Marie, wie war es bei dir? 5. Klasse und gleich ging es los mit Homeschooling. Ja, also es war natürlich nicht der beste Start, aber ich fand, ich konnte mich eigentlich sehr gut organisieren und hatte auch nicht so die großen Schwierigkeiten damit. Und wie ist das strukturiert? Sitzt du zu jeder Stunde am Rechner oder wie machst du das? Ja, also ich arbeite die Aufgaben eigentlich immer direkt ab. Also ich warte jetzt nicht erst einen Tag später oder so, sondern mache das halt dann direkt, weil das dann einem schneller geht. Marco, wie organisierst du dich da? Ja, also erstmal finde ich es gut, dass wir iSurf haben. Ich finde, das ist eine super Möglichkeit, um einfach die Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler ziemlich einfach zu halten. Ich weiß noch, als wir das noch nicht hatten, also ich glaube jetzt vor allen Dingen mit Corona wäre das deutlich schwieriger ohne iSurf. Ja, und ich mache das eigentlich auch so, wenn wir Aufgaben kriegen, gucke ich eigentlich morgens immer in mein Aufgabentool, was ich zu tun habe, gucke dann, bis wann es ist und versuche dann eigentlich möglichst schnell auch die Aufgaben zu machen, um meinen Tag dann eigentlich auch immer vormittags Schule und nachmittags dann für was anderes zu haben. Erik, was sagst du? Ja, also natürlich ist das was anderes als Präsenzunterricht mit den Leuten, mit den Mitschülern, mit den Lehrern interagieren, weil man eben nicht dieses Personelle, Persönliche hat. Also man kann jetzt, natürlich kann man Fragen stellen und die Lehrer auch
fragen, wenn man halt etwas nicht versteht. Aber man sitzt eben zu Hause und arbeitet meist alleine. Und ich finde das nicht unbedingt schlechter, weil man sich dann vielleicht besser auf sich selber fokussieren und konzentrieren kann. Aber es ist schon etwas anders als jetzt normaler Unterricht, würde ich sagen. Ihr habt eben gesagt, dass Sport für euch auch eine große Rolle spielt. Kriegt ihr das hin im Homeschooling, da noch ein bisschen aktiv zu sein, dass euch die Decke nicht auf den Kopf fällt? Ja, also man kann immer mal ein bisschen zum Beispiel einen Workout machen oder einen Spaziergang, das darf man ja noch, oder mal joggen gehen oder so. Also das kriegt man schon dazwischen. Ja, das klappt. Okay, gut. Gehen wir aber noch mal zurück in unseren normalen Schulalltag in Anführungsstrichen. Wir haben schon eben ein bisschen von der SV gehört. Vielleicht könnt ihr da noch was zu erzählen. Was macht die SV? Ihr seid ja alle SV-Mitglieder. Also die SV, sagt ja schon der Name, ist die Schülervertretung. Und die ist eigentlich dazu da, wenn jetzt meinetwegen Schüler irgendwelche Anliegen haben, irgendwelche Wünsche, was an der Schule noch verbessert werden könnte, dann kann man sich eigentlich immer an die SV wenden. Und die SV hat auch ganz viele Projekte, wie zum Beispiel die Karnevalsparty, ist in diesem Jahr wahrscheinlich ein bisschen schwer mit Corona, aber auch solche Sachen wie das Sommerfest oder die Nikolausgartenaktion. Das sind eigentlich immer super beliebte Aktionen und die werden alle von der SV veranstaltet. Und ich würde sagen, die versüßen so ein bisschen unseren Schulalltag. Ja, Erik ist unser Schülersprecher, habe ich vergessen vorzustellen. Er hat übrigens heute auch Geburtstag. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Erik. Dankeschön. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Ja, das mache ich gerne. Also, wir in der SV treffen uns dann eben manchmal in unserem SV-Raum, den wir auch hier an der Schule haben. Und dann besprechen wir so, was es halt zu besprechen gibt. Zum Beispiel, wenn wir kurz vor einer Aktion liegen, dann besprechen wir, wie die ablaufen soll, wer welche Aufgaben hat, wer sich um was kümmert, damit das alles einwandfrei ablaufen kann. Und ja, sonst besprechen wir auch verschiedene andere Sachen. Im Moment zum Beispiel, wie Sie sehen, haben wir ja alle dieselben Masken auf. Die haben wir zum Beispiel jetzt. Haben sich zwei aus der SV drum gekümmert, dass wir jetzt alle so Ratsgymnasiummasken bekommen. Die haben wir dann bestellt und die werden dann im Laufe der Zeit dann an die Schüler verteilt und dann kriegt jeder eben so eine SV-Maske oder eine Ratsgymnasiummaske. Außerdem haben wir auch im Moment noch, arbeiten wir an Schulpullis, also damit jeder sich Pullover bestellen kann und damit zum Beispiel in der Schule oder auch in der Freizeit herumlaufen kann und einfach ja daran Spaß haben kann. Ja, gehen wir noch ein bisschen zu euren persönlichen Highlights am Ratsgymnasium. Da würde mich mal interessieren, was ihr eigentlich am Ratsgymnasium so am liebsten macht und ob ihr auch schon mal AGs besucht habt. Vielleicht drehen wir es um. Wir fangen mit den AGs an. Marie, ich weiß, du warst schon in einer letztes Jahr. Ja, ich war letztes Jahr in der Turn-AG. Da ja in der 5. und ich glaube auch in der 6. Klasse der Turnwettkampf ist. Und da war die Turn-AG eine super Vorbereitung für den Turnwettkampf. Marco, wie sieht es bei dir aus? Hast du AGs besucht? Nee, leider nicht. Ich habe das damals, zeitlich nicht so ganz hinbekommen. Deswegen habe ich leider keine AG besucht, aber ganz viele Mitschüler von mir haben es gemacht. Erik? Bei mir waren es relativ viele sogar. Ich war auch mal kurzzeitig in der Turn-AG, um mich eben auf diesen Wettkampf vorzubereiten. Dann war ich noch in der Schwimm-AG mit Frau Fuß war ich da. Und weil ich mich noch etwas im Schwimmen verbessern musste. Dann war ich in der Roboter-AG mit Herrn Dr. Bergmann. Und da habe ich dann halt so ein bisschen Technisches und Elektronisches kennengelernt. Das hat mich dann hinterher nicht mehr so stark interessiert und so gut konnte ich das auch ehrlich gesagt nicht. Deswegen bin ich da relativ schnell wieder rausgegangen. Aber für Leute, die sich dafür interessieren, ist es eine sehr schöne AG. Und in der Kanu-AG war ich auch noch kurzzeitig. Ah, ja.
Ja. Also ein großes Angebot, ja, was man da in Anspruch nehmen kann. Wenn ihr am Nachmittag in der Schule geblieben seid, habt ihr das Essen in der Mensa in Anspruch genommen? Also bei mir war es dann meistens so, dass ich in die Mensa gegangen bin und mir dann meistens was vom Kiosk gekauft habe. Aber auch mal ab und zu, eher selten, aber auch das Mensa-Essen genommen habe. Man kann sich da, glaube ich, weiß jetzt nicht ganz genau, ob es immer noch so ist, glaube ich, für nicht allzu viel Geld ein richtig schönes Mittagessen kaufen. Ja, ja. Genau, und drei Gerichte stehen zur Auswahl. Genau. Ein Pasta-Gericht jeden Tag und zwei wechselnde Gerichte, eins davon vegetarisch. Erik, hast du die Mensa besucht? Ich persönlich nicht, aber mein Bruder, der jetzt mittlerweile sein Abi gemacht hat, der war eigentlich immer in der Mensa und dem hat es auch relativ gut gefallen. Klar gibt es mal Sachen, die man nicht mag, aber im Großen und Ganzen war das eigentlich immer ein abwechslungsreiches und vielfältiges Angebot, was auch sehr gut geschmeckt hat. Ja, ich habe gerade gelesen, dass wir eine Rekordzahl an Zuschauern haben, die ich von hier aus nochmal ganz herzlich grüße. Und wir haben auch noch eine Frage reinbekommen, und zwar, wie sieht es mit der digitalen Ausstattung aus? Seid ihr damit zufrieden, Marie? Was meinst du? Also wir haben ja immer diesen iPad-Koffer, mit dem man auch schöne Sachen im Unterricht machen kann. Und ja, also ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Okay, Marco, wie sieht es bei dir aus? Ich würde auch sagen, dass ich eigentlich ziemlich zufrieden bin. Vor allen Dingen, ich finde, in den letzten Jahren ist das immer noch mal besser geworden. Also ich weiß noch, dass mit den iPads gibt es ja jetzt noch nicht so lange. Und ich glaube, dass das schon ziemlich viele Vorteile hat. Auch gerade, wenn ich so bei mir in der Stufe gucke, gibt es auch so viele, die jetzt meinetwegen Laptops oder iPads selber nutzen. Weil wir eigentlich ziemlich viele Möglichkeiten haben, die dann auch mit dem Unterricht zu verknüpfen. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation vorstellen, dann ist das mega einfach. Echt kann jeder eigentlich die dann an, per Beamer an die Wand zu produzieren. Und das ist eigentlich, das bringt einen schon ganz schön voran, würde ich sagen. Erik, wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich finde auch, dass wir durchgehend eigentlich in der Entwicklung sind. Also wir kriegen immer neue elektronische Sachen und wir, also die Schule entwickelt sich digital auf jeden Fall sehr schnell und gut weiter. Klar war das vor, als ich zum Beispiel an die Schule gekommen bin, da gab es halt eher seltener digitale Sachen, aber mittlerweile sind die echt in den Schulalltag mit eingebaut. In einzelnen Fächern arbeiten wir dann auch mal mit den iPads, in Medienbildung oder in Informatik arbeiten wir ja auch im Computerraum, an den Computern direkt. Ja, das klappt richtig gut, finde ich. Genau, ne? Die iPad-Koffer sind ja momentan noch am RG2, aber ich weiß auch von Leistungskursen, die dann gerne mal in das andere Gebäude wandern oder den Unterricht da starten lassen, wenn der am Nachmittag ist, sodass da auch die iPads genutzt werden können. Ne? Genau. Oder es gibt ja auch Räume im Ratsgymnasium 1, wo schon iPads vorhanden sind. Da weiß ich auch, habe ich auch selbst schon genutzt. Mit verschiedensten Kursen. Ja, wir kommen langsam zum Ende. Ein bisschen Zeit haben wir aber noch. Mich würde interessieren, was euch am Ratsgymnasium eigentlich so am besten gefällt. Gibt es ein absolutes Highlight, was ihr an dieser Schule schätzt, wo ihr sagt, das trägt auf jeden Fall dazu bei, dass ich gerne dahin gehe? Marie, wie sieht es bei dir aus? Ja, also natürlich ist diese Schule auch eine Schule, aber es gibt hier sehr viele tolle Dinge, wie zum Beispiel die SV-Aktion, wo man dann auch mal ja, Sachen machen kann, wie zum Beispiel das SV-Fest oder die Martinsbrezel-Aktion. Marco, wie sieht es bei dir aus? Ich finde vor allen Dingen, dass das Ratsgymnasium eine sehr familiäre Schule ist. Klar, sie ist größer als die meisten Grundschulen, aber es gibt eigentlich kaum Gesichter, die man jetzt nicht kennt. Also man fühlt sich eigentlich relativ schnell vertraut mit der Umgebung. Das schätze ich schon sehr und vor allen Dingen jetzt fällt mir das so auf, wo wir keine Schule haben, dass man einfach jeden Tag seine Freunde sehen kann. Das ist schon echt cool und gerade jetzt, wo das nicht geht, also es fehlt einem schon auf jeden Fall. Also Schule ist mehr als Lernen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Schule ist auch ein Lebensraum, mehr oder weniger, auf jeden Fall. Erik? Also für mich persönlich ist das Wichtigste, dass ich mich hier wohl und sicher fühle und das ist hier auf jeden Fall gegeben. Also ich komme hier mehr oder weniger oftmals gerne hin.
Ja, also ich freue mich jeden Tag, meine Freunde zu sehen. Ich finde es super, dass man oftmals ein sehr entspanntes und gutes Verhältnis zu den Lehrern hat. Auch immer zu denen kommen kann und immer mit denen reden kann. Auch zur SV oder zu den Sekretärinnen. Da kann man immer hingehen, wenn man irgendwas hat und irgendwas braucht. Und das finde ich super. Ja, okay. Dann würde ich sagen, starten wir eine letzte Schlussrunde. Ich möchte von euch noch wissen, was ihr euch für das für den Rest des Schuljahres wünscht. Erik. Ja, ich fange mal an. Also für den Rest dieses Schuljahres wünsche ich mir auf jeden Fall, dass wir vielleicht nochmal in den Präsenzunterricht gehen können und wieder vielleicht nahezu einen normalen Schulalltag hinbekommen würden. Das können wir natürlich jetzt nicht garantieren, je nachdem, wie es mit der Lage in ein paar Monaten oder auch in ein paar Wochen aussieht. Natürlich hoffe ich das, dass wir uns hier einfach nochmal wiedersehen können, alle. Und ja, das hoffe ich zum Beispiel auch für den Abiturjahrgang, weil die danach dann ja auseinandergehen. Und das ist natürlich dann blöd, wenn man sich davor nicht nochmal gesehen hat. Genau, Stichwort Abitur, Marco. Ja, tatsächlich, ich würde es mir eigentlich auch ziemlich wünschen, sogar wieder in den Präsenzunterricht zu gehen. Einfach, ja, so einen geregelten Tagesablauf wieder zu haben. Und ja, dann auch eigentlich ein schönes Abitur hier zu machen, ist natürlich jetzt ein bisschen schwer mit Corona. Aber ich hoffe, dass die Lage sich im Sommer, Anfang Sommer verbessert. Ja, so dass man zumindest mit seiner Stufe nochmal so einen versöhnlichen Abschied hat. Nach 8 Jahren dann hier auf der Schule wäre schon sehr schön. Und Marie, was wünschst du dir? Ich wünsche mir, dass wir wieder Präsenzunterricht haben, weil es ist ein sehr großer Unterschied zwischen digital, also auf Lernen auf Distanz oder Präsenzunterricht. Okay, ja. Danke, dass ihr euch bereit erklärt habt, mitzumachen am Samstagmorgen. Ich ja, wünsche euch noch ein schönes Wochenende und macht noch ein bisschen Sport. Geht raus, haltet euch fit. Und ja, herzlichen Dank. Hier geht's gleich weiter mit der nächsten Talkrunde und dann sind die Lehrer dran. Dankeschön.